Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Was hatten wir noch? Economy Forecast. Die Wirtschaft fängt sich ganz leicht und unser BIP ist hochgegangen. Ja. Das ist schön. Dann hätten wir, warte mal, der Plan für jetzt waren die Waffengesetze, richtig? Genau. Die Waffengesetze einen hochsetzen. Gewaltverbrechen geht runter. Die Liberalen finden es nicht so toll. Interessant. Patrioten finden es auch nicht so toll. Die Eltern finden es toll. Liberalism geht ein wenig runter. Das mit dem Liberalismus ist wirklich so eine ganz eigenartige Argumentation. Uns will jemand die Waffen wegnehmen. Ja. Wollen wir ja nicht. Wir wollen nur nicht, dass Kinder sie benutzen. Ja, und hier die Gewalt, also Verbrechen gehen generell hoch, aber Gewaltverbrechen. Also Kriminalität steigt ein klein wenig, aber Gewaltverbrechen gehen runter. Finde ich auch spannend. Finde ich ja auch. Ist auch die Frage, was dann alles zu Kriminalität zählt. Ob dann schon diejenigen, die eine Waffe haben, aber keine Ahnung, nicht das Alter oder die Lizenz, ob das dann, also wie das sozusagen läuft, wenn die ihre Waffen nicht abgeben oder so. Ja, ich würde mal schätzen, dass es damit so ein bisschen abgebildet und auch dann halt dementsprechend auch Verstöße gegen dieses, ne, also damit wird dann das ja kriminalisiert. Aber ich würde das tatsächlich machen, weil... Was hätten wir denn noch an Steigerungsmöglichkeiten? Also jetzt haben wir die Lizenz und das Mindestalter, was haben wir denn noch? Strikte Kontrollen. Für 45, für nochmal das Doppelte. Ja, also vielleicht reicht es ja schon, wenn wir eine Altersgrenze und eine Lizenzpflicht einführen. Ja, dann würde ich sagen Apply. Ja, möchten wir ausgeben. Dann haben wir noch 5. Achso, neue Runde. Ich würde einmal kurz schnell durchklicken. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft stagniert. Fettleibigkeit ist weiter am Sinken und wir haben ein bisschen was dafür getan. Die überfüllten Krankenhäuser sind ganz leicht gestiegen. Die Asthma-Epidemie macht wieder einen kleinen Knick nach unten, das freut mich sehr. Alkoholmissbrauch hat wieder eine Kehrtwende gemacht, also einen Knick nach unten, das ist sehr schön. Organisierte Kriminalität, noch nicht vorbei. Straßenbanden ist auch auf einem Abwärtstrend anscheinend unverändert, das ist schön. Und die Ghettoisierung, ja. Unser Defizit sind fast 50 Milliarden. Ja, ich bin überhaupt nicht geschockt. Ich war bei Democracy 3 immer so ein bisschen geschockt, wenn es tiefer war. Aber dadurch, dass die Weltwirtschaft jetzt irgendwie so tief ist, finde ich das jetzt nicht so dramatisch. Ich wäre jetzt dafür, etwas zu machen, entweder im Bereich Bildung. Ja. Um das Bildungssystem ein bisschen inklusiver zu gestalten. Oder aber etwas zu tun im Bereich der Wirtschaftsförderung für die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Na, dann gucken wir doch mal in der Wirtschaft. Was haben wir da noch? Wir hätten das Handelscouncil. Smart Meter. Oh, das hat wahnsinnig viel gebracht. Das hat wahnsinnig viel gebracht in dem im Vorgängerspiel, auf jeden Fall. Und da waren wir auch überrascht, dass wir es erst so spät mitbekommen haben. Ja, das stimmt. Und wir haben das den nationalen Business Council. Aber das Handelscouncil hat ziemlich viel gebracht, ne? Ja, ich glaube. Ja, es sorgt dafür, dass wir besonders mit den internationalen Handel und auch die Wirtschaft etwas boosten. Ja, 2 können wir uns leisten und kostet auch nicht viel. Internationaler Handel und internationale Beziehungen. Ja, volles Met, oder? Also dafür kriegen wir internationaler Handel plus 3,39. Ja. Ja. Und
Dann haben wir noch 3. Da könnten wir noch das Business Council könnten wir auch machen. Und ansonsten Public Services, wenn du was für die Bildung machen willst, hätten wir noch die Cyberbullying Awareness Campaign. Social Justice Foundation ist jetzt nicht direkt Bildung und Youth Politics Council. Dann würde ich lieber hier nochmal ansparen und gucken, ob wir in der nächsten Runde bei den Sachen, die jetzt rot unterlegt sind, noch irgendwas finden. Okay. Dann sparen wir also an. Danke. Okay. Nächste Runde. Es geht auf einmal so schnell. Ja. Ja, wir geben jetzt auch immer, wenn die Runde wechselt, gibt es eine Forderung, führt doch dieses ein, führt doch jenes ein, deswegen haben wir nicht mehr so viel politisches Kapital. Die Runden fühlen sich auf jeden Fall schneller an, was ich jetzt gar nicht so schlecht finde. Ja. Unser Kreditrating ist wieder runtergestuft worden, wir sind jetzt nur noch auf B. Kapitalisten finden es doof, unser GDP sinkt und das Vertrauen in unsere Wirtschaft geht runter. Sonst nichts. Verbrechen geht runter. Armut ist gesunken. Das ist erhöht. Tja. Okay. Ja, jetzt ist halt, ich glaube, dieser Arbeitslosigkeitsbereich, den müssen wir jetzt angehen. Ja, gehen wir kurz die Probleme durch. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft stagniert. Fettleibigkeit stagniert. Überfüllte Krankenhäuser ist ganz leicht angestiegen. Die Asthma-Epidemie stagniert. Alkoholmissbrauch ist wieder auf dem absteigenden Ast. Das ist ganz zauberhaft. Organisierte Kriminalität ganz leicht gesunken. Super. Straßenbanden müsste tatsächlich mit dieser Runde vorbei sein. Ich würde sagen, wir sind unter einen Stopptrigger gekommen. Das macht Kosten weg und es sorgt dafür, es wird sich auf die Ghettoisierung krass auswirken. Das ist schön. Und genau, Ghettoisierung stagniert. Das heißt, wir haben diese Straßenbanden tatsächlich. Hätte ich nicht darauf gewettet, dass das Erste ist, was wir überstehen. Aber okay. So, was wollen wir jetzt anfassen? Ich würde gerne mal in diese Bildungsförderprogramme gehen, ob wir da irgendwas tun können. Public Services wahrscheinlich, ne? Sowas zum Beispiel, wie du es... Erwachsenenbildung kostet 12. Ja, aber es wird uns wahrscheinlich in unterschiedlichen Bereichen helfen. Ich vermute, dass die Löhne ansteigen werden, die Arbeitslosigkeit müsste sinken. Wäre zumindest jetzt mein. Und danach könnten wir uns mit den Public Libraries beschäftigen. Die kosten 10, ja? 12 und 10. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen runtergehen. Reforestation hattest du auch im. Und die Free School Meals hatten wir auch irgendwo. Ja, da sind sie. Also wir könnten uns Adult Education Subsidies leisten und Free School Meals oder und Public Libraries. Dann würde ich lieber die Schulmahlzeiten nehmen, weil da haben wir die niedrigen Einkommen entlastet und die Erwachsenenbildung. Dann machen wir das jetzt. Wir kümmern uns jetzt mal um die Bildung. Education geht hoch und Produktivität geht hoch. Das ist ja, super. Wir müssen unbedingt an die Produktivität ran, um die Wirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen. Ja. Wie hoch? Sollen wir ruhig noch höher gehen? Ja, unsere Erwachsenen brauchen unbedingt Unterstützung. Produktivität 3,7. Ja. 3,4. Ja, alleine, dass die Bildung so stark beeinflusst wird, ist es, glaube ich, im Maximum wert. Ja. Und dann die Schulessen. Ja. Und dann sind wir schon wieder durch mit der Runde. Ja, es geht. Muss ich einen Plan machen und wir gucken jetzt mal, was es gebracht hat, wenn die Weltwirtschaft sich wieder erholt.
Das hier hat viele Auswirkungen. Das wirkt sich auch direkt auf die Fettleibigkeit aus. Das ist sehr schön. Zwar auch mit einer relativ großen Verzögerung, aber... Und auf die Armut, so wie du sagtest, und zwar sofort. Das ist schön. Da würde ich auch mal so auf... Nicht ganz, ich würde mal auf 700 Millionen gehen. Ja. Können wir es immer noch anfassen. Okay. Wir sind jetzt schon auf der Hälfte unserer Amtszeit. Wir haben noch 9 Runden. Und 3 Runden vorher können wir Wahlversprechen machen. Und so eine Scherze. Und eine Rede halten. Also da will ich jetzt auch nochmal drauf achten. Genau. Wieso sind unsere Ministerinnen reichlich ineffektiv? Finde ich nicht. Achso, 0,7. 1,0. Hier 2. 1,6. 1,2. Der ist wieder gestiegen, oder? Ja. 1,3. Ich finde die gar nicht so ineffizient. Also. Ich bin mir nicht sicher. Bei Democracy 3 war einfach die Zahl des politischen Kapitals höher. Ich habe den Eindruck, dass es hier ein bisschen anders gewichtet ist. Ja, genau. Es gab da viel mehr politisches Kapital. Ich finde das auch gar nicht schlecht, dass wir immer mit so relativ wenig klarkommen müssen, weil die Runden fühlen sich irgendwie fixer an. Also, obwohl wir viel diskutieren, kommen wir dann doch relativ gut durch. Also, ja. Mag sich, glaube ich, nicht so anfühlen, wenn man uns halt das erste Mal zuguckt oder erst bei Democracy 4 eingestiegen ist, aber im Vergleich zu 3 ist es schon schneller. Ah, du meinst was, es stand eine Effizienzanzeige bei den Gesetzen. Ich gehe jetzt einfach mal auf ein Gesetz drauf. Ja, Effectiveness, da bin ich mir nicht sicher. Also die Effekte... ich weiß nicht, was Effectiveness genau auswirkt. Das Kosten... Plus 1%, Effekte minus 7%, das verstehe ich. Und Implementation Time, also wie lange es dauert, sie zu implementieren, das verstehe ich, wie die Auswirkungen sind. Und Effectiveness, weiß ich nicht, was das genau bedeutet. Ist auch kein Tooltip. Ich könnte in die Anleitung gucken, mache ich aber nicht. Also meine Vermutung wäre jetzt, dass die Minister sich mit der Zeit auch entwickeln. Also das ist so wie jeder, der in einem Job neu ist. Ja, du hast ja erstmal gar keine Ahnung oder wenig. Und dass die sich mit der Zeit entwickeln und dass wir ihnen dadurch, dass wir sie im Kabinett halten oder haben, die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Ja, und hier sehen wir es auch, da die Dame ist in ihrer Erfahrung gewachsen. Und wenn ich mir jetzt ein Gesetz von hier auswähle, sie hat eine Effectiveness von 31%, weil sie wenig Erfahrung hat. Ja. Und das führt wahrscheinlich zu diesen Malussen, also Abzügen. Okay, nächste Runde. Da wäre jetzt die Frage oder die Überlegung, ob die Auswirkungen dieser politischen Entscheidungen, ob die sich dann nochmal verändern, wenn die effektiver werden. Also ob dann diese politischen Entscheidungen tatsächlich nochmal sich krasser auswirken, wenn die MinisterInnen einen höheren Erfahrungswert haben. Ich denke schon, weil das ist ja nicht nur, wenn man was ändert, sondern generell, sie ist Ministerin hierfür, die Kosten steigen einfach um 5%, die Effekte hier in diesen Balken sind um 14% niedriger. Ich würde sagen, wenn der Minister ein anderer ist, wirkt sich das darauf aus, was wir hier Kosten haben und wie viel Effekt da ist. Und auch das war in 3 nicht so. In 3 gab es das auch. Ich glaube, wir haben nur nie drauf geachtet. Okay, dann müssen wir uns ja mal gucken. Aber wir entdecken immer mehr Sachen, wie die Prinzipien sind. Also tatsächlich, wie die Minister das beeinflussen. Ach, da muss man auch noch drauf achten. okay, nächste Runde. Okay. Multinational Company Headquarters. Eine große multinationale Unternehmung hat sich dazu entschieden, ihr regionales Hauptquartier in unserem Land zu bauen.
ein günstiger Arbeitsmarkt, gute Ausbildung, ja, und eine stabile Regierung haben dafür gesorgt, diese Entscheidung zu treffen. Das wird unsere Anstellung und so, ja, GDP geht hoch, Kapitalisten finden es gut und dass die Arbeitslosigkeit sinkt um 1%. Krass. Sehr schön. Street Gangs ist vorbei. Yes, endlich. Ja, sehr gut. Unemployment geht runter, Health geht leider auch runter, Poverty geht runter und Crime geht runter. GDP ist hoch. Doctor Strike, jetzt sind wir über den Trigger gekommen. Schade, aber wir haben gut durchgehalten bisher. Ja. Ja, wir haben also ein neues Problem und es gibt Tonight's Headlines. Während drei Generationen Louis Williams und seine Familie haben einen kleinen, sehr angesehene Firma, die Lebensmittel hergestellt hat, nämlich Süßwaren für Kinder. Es ist ein sehr kompetitives Geschäft, aber nun so weit rausgezogen bis zum Punkt, wo alles bricht. Wegen der Junkfood-Tags, die wir eingeführt haben. Wir können nicht im Geschäft bleiben mit dieser Steuer. Aber ja, wir wissen, dass die Regierung besorgt ist über Fettleibigkeit und die Gesundheit, aber und sie sagen, ihre Stimme haben wir verloren, aber ich möchte tatsächlich die Junkfood-Tags jetzt nicht anfassen. Ich auch nicht. Ich finde nicht, dass wir, ja, der Impact auf Obesity ist halt unglaublich groß. Wir haben da ein Problem. Wir können die auch wieder zurückfahren, wenn die Obesity weg ist. Würde ich wahrscheinlich auch. Die Debatte, die man ja eigentlich, ist ja die Frage, welche Debatte führen wir jetzt? Führen wir jetzt die Debatte über die Steuer? Führen wir die Debatte über kleine und mittelständische Unternehmen, wie wir denen die lokale Wirtschaft irgendwie fördern können? Oder sagen wir, Staaten muss ich da generell raushalten? Ja. Ein Argument wäre zu sagen, ja, Himmel, Herr Gott, wir haben jetzt gesagt, diese Steuer ist wichtig. Das ist jetzt, der Markt sieht zu. Wäre auch eine Variante. Ja. Ich würde an der Steuer tatsächlich nichts machen und eher die Wirtschaft auf eine andere Weise stärken. Dann ist halt diese Süßwarenfabrik, dann, also ganz im Ernst, es gibt auch Sachen, wo man vielleicht Süßwaren, wo man auch über den Einsatz von der ein oder anderen Zuckerersatzstoff nachdenkt. Ja, es müssen ja nicht zwangsläufig Süßstoffe sein. Man kann auch mit Birkenzucker oder so tolle Sachen machen, die nur die Hälfte der Kalorien haben vom normalen Kristallzucker. Nur so eine Anregung, vielleicht, liebe Firma. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Innovationsförderungen, die wir machen können für kleine und mittelständische Unternehmen. Ja, hier, Horst, die schreibt im Chat gerade die deutsche Argumentation. Arbeitsplätze! Ich hoffe, ich habe das richtig interpretiert, so wie du das geschrieben hast, ja. Aber ja, tatsächlich, das ist etwas. Wir sind ja hier nicht in Deutschland. Genau. Nee, aber ich wehre mich auch dagegen, so eine Argumentation zu machen. Ich würde gerne noch mal kurz ins Security Briefing reingucken. Da ist jetzt die True Patriots. Ist jetzt nicht gestiegen in der Mitgliederanzahl. 63 ExtremistInnen treiben sich darum. So, Schnelldurchlauf durch die Probleme. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft geht wieder hoch. Wahrscheinlich wegen dem Doctor Strike. Ja, nicht direkt, aber es hat eine Auswirkung auf die Gesundheit. Eine krasse Auswirkung. Da müssen wir gucken, wie wir das angefasst kriegen. Wahrscheinlich über Löhne. Also Doctor Strike ist neu. Mhm. Die überbelegten Krankenhäuser geht leicht wieder runter. Das ist schön. Die Asthma-Epidemie stagniert. Fettleibigkeit geht runter, aber flacht ab.
Alkoholkonsum. Fast da. Wir sind fast da. Wir sind kurz davor. Ich glaube noch nicht diese Runde. Hat auf jeden Fall Auswirkungen auf das Health. Ich hoffe, das geht runter. Organisiertes Verbrechen. Ganz langsamer Abwärtstrend. Das Witness Protection Programm ist fast umgesetzt. Müssen da vielleicht nochmal was anderes machen. Und die Ghettoisierung geht krass nach unten. Das sind die Straßengangs, Streetgangs, weil diese Situation vorbei ist. Aber das wird wahrscheinlich nicht anhalten. So, ein Problem erledigt, ein anderes dazu bekommen. Karim, echt ein Leben. Ja. Ja, gucken wir mal kurz auf die Weltwirtschaft. Die ist gleich geblieben im letzten Mal, aber ist auf jeden Fall nicht mehr am Fallen. Und unser BIP geht nach oben. Ja, wir haben immer noch ein Defizit von 55 Milliarden. Das stimmt, das wird auch noch eine Weile so bleiben, weil ich glaube, dass wir noch ein, zwei Investitionen machen müssen. Ja. Und ich bin für die kleinen und mittelständischen oder regionalen, irgendwie so ein bisschen im Bereich Economy. Ja, da sind wir auch schon im Bereich Economy. Oh, gucke, wir könnten beispielsweise die, die Vertical Farms wieder nehmen. Dadurch sollte sich der Lebensmittelpreis verringern. Und dann aber unten der Young Entrepreneur Team. Das würde ich mir auch gerne nochmal angucken. Ja, damit werden junge Unternehmer unterstützt. Kostet gar nicht so viel tatsächlich. Und ist relativ schnell und ist auch beliebt. Das kostet 6 und Vertical Farm Subsidies sind 16. Das heißt in der Summe 22, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Und wir haben 21. Also entscheidender. Dann wäre ich für lieber das Young Entrepreneur Scheme? Ja. Dann machen wir das doch mal. Kapitalisten finden das gut, die Jugend findet es gut, die Mitgliederzahl im Sozialismus wird abnehmen. Und da hätte ich jetzt gesagt, da können wir ruhig hoch reingehen. Ja, dann haben wir die Kapitalisten auch mal wieder beruhigt. Ja. Bleiben noch 15. Und ich hätte jetzt gesagt, also wir haben jetzt ein bisschen die Wirtschaft gefördert, weil eben hatte ich noch so den Gedanken, wir könnten auch nochmal in hier in Law and Order reingucken, weil hier sind wir bald davor. Vielleicht gibt es noch ein paar Sachen, die was positiv beeinflussen, nämlich beispielsweise, also wir haben hier einmal Pressefreiheit, nee, die wollte ich eigentlich nicht anfassen. Die juristische Unabhängigkeit, die ist schon sehr hoch. Sollte sie auch sein? Ja, sollte sie auch sein. Nee, das wollte ich nicht anfassen. Gerichte wollte ich nicht anfassen. Gefängnisse. Ja, da können wir ein bisschen reingehen. Da können wir tatsächlich ein bisschen was basic, also Basisversorgung. Man könnte auf moderne Gebäude gehen oder State of the Art, also ja, State of the Art Gefängnisse. Für. Das ist jetzt die Frage, was wir am ehesten, also was wir erreichen wollen. Kriminalität erreichen wir auch schon, bevor wir das komplett voll aufdrehen. Aua. Ja. Ich finde hier den Bereich mit der Arbeitslosigkeit ganz gut. Ja, finde ich auch. Wir gehen mit einer Stufe, reduzieren wir einfach mal um zusätzliche 0,5 und wenn wir zwei Stufen gehen, sind wir bei Arbeitslosigkeit um zusätzliche 0,9. Fände ich einen interessanten Faktor für 250 Millionen, was wirklich wenig ist.
definitiv. Und dann haben wir endlich auch mal was für die Konservativen getan. Dann haben wir das Problem erstmal vom Hacken. Die Kriminalitätsrate geht ein Stück weiter nach unten. Der einzige Nachteil, das ist dann aber so, je mehr wir das staatliche System auflehnen, desto mehr Mitarbeiter haben wir da, die wir natürlich alle auch versorgen müssen. Ja. So. Aber das würde ich jetzt trotzdem einmal umsetzen, weil das tut tatsächlich was für die Arbeitslosigkeit, was mich jetzt überrascht. Ich hatte eigentlich tatsächlich erstmal nur die Kriminalität im Blick, aber dann machen wir das mal. Genau, und die Frage ist, warum? Da wäre jetzt eine These zu sagen, die Leute werden im Gefängnis ausgebildet, weitergebildet und können dann in der Resozialisierung sozusagen vor Ort außerhalb der Gefängnisse wieder anfangen. Oder aber der Grund war, dass wir einfach so viele Leute einstellen müssen für unsere tollen, modernen staatlichen Gefängnisse. Ja, ich sehe jetzt gerade, wir sind jetzt so kurz davor, den Alkohol-Dings zu machen. Wir könnten noch, achso nee, das ist die Alkoholgesetzgebung, da haben wir nicht mehr genug Kapital für. Da wollte ich nicht nochmal rangehen. Ja, das war das, was mir jetzt noch wichtig war. Dann 7, gucken wir nochmal nach 9 Verordnungen. Oder was haben wir hier? Genau. Ja? Da irgendwas mit Verkehr, irgendwas, dass wir Verkehr und Umwelt nochmal so ein bisschen mit. Cycling Campaign hätten wir noch. Oder die Treibstoffeffizienzstandards. Noch mehr Fahrradfahren für die Gesundheit ist natürlich auch eine Sache. Aber ich glaube, hier tun wir auch was für die Luftreinheit. Also ich glaube, wir haben effizientere Spritnutzung ist noch ein bisschen besser für unsere, für das Problem mit der Asthma-Epidemie als die Kampagne für mehr Radfahren, hätte ich jetzt gesagt. Wobei die Kampagne für mehr Radfahren wahrscheinlich was gegen Fettleibigkeit tun wird. Das stimmt auch wieder. Puh, wir können nur also eins von beidem. Dann lass uns jetzt das nehmen, das was ein bisschen teurer ist, okay. Und die zwei können wir bestimmt in der nächsten Runde nochmal irgendwo aufbauen. Alles klar. So, wir brauchen weniger Öl, das ist schon mal gut. Die Autofahrer haben ein bisschen mehr Einkommen. Ah, Car-Usage, also die Benutzung von Fahrzeugen geht hoch. Aber die Umweltschützer mögen es, die Kapitalisten mögen es nicht so und CO2-Emissionen gehen runter. Ja, wir haben ja andere Sachen. Ja, dann lassen wir es so auf der Mitte. Ja. Dann lassen wir es so auf der Mitte, um die Benutzung von Fahrzeugen nicht zu hoch werden zu lassen. Ja. Und wenn wir eh was für die Fahrräder tun, vielleicht finden wir bei Transport eh noch mehr. Okay. Und dann nächste Runde. Nächste Runde. Das ist verrückt, wie schnell das jetzt geht. Ja, tatsächlich. Noch 8. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.